Also auch schon mal herzlich willkommen bei uns heute in Lauda in der E-Bike-Erlebniswelt von mir. Ob Sie was erleben, das können Sie sich dann im Anschluss dann noch einmal Gedanken machen dazu, ob es das jetzt war, das Erlebnis, oder ob es dann doch nur, ach ja, ich habe eigentlich mehr erwartet oder so. Aber egal, jetzt lassen wir es mal auf uns zukommen. Das erste Thema wäre von uns heute, eine Kaufentscheidung zu treffen, die richtige, fürs kommende Leben. Bei manchen ist es die Restlaufzeit. Ja, weil ich sage halt immer, E-Bike sollte für mindestens 10 Jahre sollte das, dieser Kauf getätigt werden, also ein bisschen vorausschauen. Wenn schon einer mit 80 herkommt und hinkt, dann werde ich dem selten ein Herrenrad anbieten. Ist klar, ne? Man will ja, dass der noch mit 90 auch noch gut drüber kommt übers Fahrrad. Also, das sind so meine Gedanken, die ich dann auch noch mit einbringe. Ansonsten würde ich gerne auf Ihre Frage eingehen. Denn sonst rede ich einfach so vor mich hier und vielleicht interessiert es gar nicht. Gell? Wir sammeln jetzt die Frage und dann gucken wir, dass wir die im Laufe der nächsten Dreiviertelstunde dann einfach beantworten können. Schießen Sie los. Was ist Ihre Gedanken zu einem neuen E-Bike? Für mich interessieren ja mal verschiedene Schaltungsarten. Die Schaltungsarten, gut, okay. Dann mache ich am Mittag noch einmal einen speziellen Vortrag dafür, aber ich gehe jetzt noch einmal ein bisschen drauf ein. Ja, Schaltung wäre auch ein Thema. Eventuell dieser Zahnriemen. Zahnriemen, gut, Zahnriemen kontra Kette. Aber es gibt ja noch viel mehr Leute. Ja, sehr schwere Leute. Okay, einen XXL-Vortrag mache ich auch noch. Aber ich tue es jetzt schon einmal mit ankratzen, das ganze Thema. Gut, es kommen jetzt im Moment noch nicht Fragen, auf die ich Antworten hätte. Aus dem Grund beantworte ich die Dinge, die Sie jetzt noch gar nicht wissen, was Sie fragen wollen. Und zwar, auf welche Art des E-Bikes Sie noch zu achten haben. Also der Typ, ist wie wenn Sie ein Auto kaufen, ne? Wollen Sie so ein Pickup vielleicht, ne? Weil Sie ab und zu mal einkaufen fahren und ein Kilo Banane holen. Oder brauchen Sie eine Limousine, damit alle Kinder und Enkel reinpassen, die Sie so haben. Und, ne? Oder wollen Sie Wettrennen machen auf der Autobahn. Also das sind grundsätzliche Fragen, gell? Oder Dinge, auf die wir noch zu achten haben. Vielleicht mache ich aus dem Grund vorher nochmal eine ganz grobe Darstellung von E-Bikes überhaupt, wie die so sind und welche Modelle das es so gibt. Ja? Okay. Also grundsätzlich ist es so, früher gab es einmal ein Damenrad und ein Herrenrad und ein Kinderrad. Und das ist ja mittlerweile alles diskriminierend. Ne? Also man darf nicht mehr Jude sagen, man darf nicht mehr Näher sagen, man darf auch nicht mehr Damenrad sagen, Herrenrad. Das geht alles nicht. Das ist, ne? Wir tun uns da als anders ausdrücken. Das daneben, das ist ein Fahrrad mit oben mit einer Stange. Ne? Das daneben ist ein Rad mit einem tiefen Durchstich. Also da dürfen wir sowohl, also das ist Unisex, sagen manche, aber das ist ja, Unisex ist ja schon fast was, das ist wieder für ein Ausdruck. Also da können Männer und Frauen, dürfen da damit fahren, ohne dass sie jetzt irgendwo unanständig wäre mit so einem Rad oder mit so einem tiefen Durchstich. Aber wie sind die von der Stabilität? Ha! Früher, ne? Früher, da war es so gewesen, dass die Damenräder, die es damals noch gab, dass die tatsächlich für Frauen gedacht waren, die gegebenenfalls mit dem Rock oder mit dem Gleitfahrrad fahren. Und dort ist unanständig wäre dann, dass sie da ihr Bein da mit dem Rock, da kann man ja in dem Moment runtergucken, dann über ein Ding schwingen, über einen Gepäckträger, hat man gesagt, gut, okay, man macht einen tiefen Durchstich, aber das ging auf Kosten der Stabilität. Das war tatsächlich so gewesen. Also wenn ein Mannsbild mit 100 Kilo so einem Fahrrad gefahren ist, der Berg runter, dann ist das Ding zu flattern angefangen. Mittlerweile hat man aber erkannt, dass ja, ein tiefer Durchstich praktisch ist. Und ich möchte daran erinnern, E-Bikes sind heute von der Stabilität, von der Fahrleistung und allem, stehen die einem Moped von früher, was immer noch alles gefahren, Kreiter, Zünder, Perkulis, ne? Steht die in nichts noch. Im Gegenteil, die sind eher leistungsfähiger vom Motorberg hoch, ja, die Bremsen sind halt viel besser und. Und damals hat man einen tiefen Durchstich gehabt übrigens, gell? NSU-Quickly, tiefer Durchstich. Wir haben früher Kreidler gehabt, einen Haufen, ja, okay, gut. Also das heißt, die Stabilität kann man von so einem Rad auch so machen, dass das zum Beispiel als XXL-Rad, so wie das daneben ist, durchgeht.
Und das bedeutet bis 160 Kilo zulässiges Gesamtgewicht. Und ich habe nochmal recherchiert, also die Mopeds von damals habe ich das nicht gehabt. Die waren mit weniger, waren die angegeben. Das ist interessant, gell? Also von der Konstruktion her, Sie sehen da neben so eine Kastenschwinge, das kann man auch anders machen, ist man durchaus in der Lage, ein leichtes Fahrrad zu bauen, ein leichtes E-Bike, wo hochstabil ist und trotzdem mit einem tiefen Durchstich. Ja. Da gibt es doch noch eins, wo Mixte her, also ja. was ist das dann? Das ist ein Trapezrahmen dann, also Mixte. Man ringt ja immer um Ausdrücke, damit man sagt, ja, das ist sowohl für Männer als für Frauen und das ist irgendwie so Mixte. Also Mixte wäre dann so ein schräger Rahmen runter, beziehungsweise daneben. So weit, so gut. Man versucht dadurch die Stabilität ähnlich wie von Dreiecksrahmen zu machen. Mehr eine optische Sache. Wenn man sich als Mann noch nicht mit einem Tiefdurcheinsticher angefreundet hat. Also ich bin ein Vielfahrer. Ja. Ich hab jetzt so einen Trapezrahmen oder wie das heißt. Da tut mir aber schwer als mit einem Ofen absteigen. Komisch, ne? Ehrlich sagen. Ja. Da ist der Sattel ein bisschen höher gestellt. Kann man nicht schnell absenken. Da muss ich also das Rad ganz schräg stellen. Damit sie runterkommen. Und Fuß wieder darüber kommen. Ja, und das ist so und das geht allen so. Da gibt es jetzt die absenkbare Sattelstütze. Ja, freilich. Kann ich nachher zeigen. Kann ich das Rad einbauen? Ja. Geht, haben wir da. Da gibt es vielfache Ausführungen mittlerweile. Mein Enkel hat jetzt eins, also da komme ich schon leichter drüber mit der absenkbaren Sattelstütze, sag ich mal. Ja, die absenkbare Sattelstütze, die wurde, ich verbaue die übrigens schon seit weit über 15 Jahren bei verschiedenen Rädern von uns, wo es im Grunde nur mehr drin ging, dass man eben anfährt und hat beide Füße auf dem Boden und dann, wenn man in Schwung kommt, lässt man das Ding hoch und wieder runter. Das ist das Prinzip. Jetzt wurde aber vor geraumer Zeit wurde diese Sattelstützen entwickelt, die absenkbare, und für Mountainbiker, die ja, wenn sie den Berg jetzt runterstürzen, mit einer hohen Sattelstütze, wenn sie ganz runter, die würde ja eventuell kopfüber sich überschlagen bei einem Bremsmanöver. Aus dem Grund senke die dann die Sattelstütze runter, sodass der Schwerpunkt runterkommt. Und da dürfen die nicht jedes Mal, weil die haben ja keine Zeit, die Jungs, nicht anhalten und die Sattelstütze hohe verstellen. Nein, das macht man vom Lenker aus dann. Das ist der Grund. Und diese Sattelstützen, die werden viel in Holland verkauft, habe ich mir sagen lassen, als Auf- und Absteighilfe. Das ist das, was Sie brauchen wollen. Also funktioniert, ich habe so ein Rädler da, kann ich Ihnen nachher zeigen. Ich tue mir schwer, als gestandener Mann mit so einem Radfahrer, tue mir aber auch schwer, mit so einem Auf- und Absteigen, sage ich mal, ja. Mit was tun Sie sich noch schwer? Emanzipation der Frauen? Nee, also ganz ehrlich gesagt, diese Rahmenform beibehalten, Hilfe, wo man Erleichterung hat, weil ich schaue mir mit dem Beruf rein, da muss ich Ihnen ehrlich sagen. Sie, das ist doch gar nicht schlimm. Du bist da auch schwer. Ey, da, die Männer haben die Hose auch. Ne? Man muss auch mal 10, 20 Jahre weiterdenken. Das ist jetzt wieder die Vernunft der Frauen, ja, ja. Also ich erlebe es ja tagtäglich hier, ne? Und ich finde es halt immer wieder spannend. Ich warte dann auch, wenn die Männer anfangen, wie weit ist er jetzt in seiner Phase schon? Ist er schon so weit zu sagen, okay, meine Frau hat ja jetzt recht, ich muss langsam mal ein bisschen in die andere Richtung denken. Gestern hatte ich noch den Fall, der Mann, der ließ gar nicht mit sich reden. Ne? Also die ersten 10 Minuten, seine Frau sagte, bitte sei vernünftig. Ne? Bitte guck dir, weil sie fand das Rad jetzt gerade mit dem Rahmen so schön, er war überhaupt nicht zu bekehren. Er ist mit dem Herrenrahmen gefahren, er kam zurück, er war glücklich, hat dann aber etwas nachgegeben, weil seine Frau es angesprochen hatte, fuhr also dann mit dem Rad los, kam zurück, das Grinsen war noch breiter. Ich glaube, ich muss meiner Frau recht geben. Ne? Also manchmal hilft es doch, wenn man es mal probiert. Ne? Nicht von vornherein schon ablehnen. Ja, ne? Der Mann hat es dann eingesehen. Der hat gesagt, bitte? Die Frau wollte ihrem Mann so ein Rad verkaufen. Sie wollte einfach das erstmal ausprobiert, weil sie gesagt hat, bitte sei vernünftig. Du bist eh ungelenkig, hat sie alles gesagt. Das fand ich ja schon so interessant. Ne?
Und sagte, probier's doch bitte mal aus. Ne? Und erst war sein Kopf so, nee, und mein Kumpels und wir fahren zusammen und da geht es ja gar nicht. Ne? So. Aber als er dann damit gefahren ist, hat er gesagt, ja, also ich muss doch revidieren. Ne? Man soll es also wenigstens mal probieren, weil es sind wirklich wunderschöne Räder. Ne? Man muss in die Zukunft denken. Für diese Räder mit 2500er Akku als Beispiel, gibt es das da auch? Ja, freilich. Ja, klar. Und wo sind die stationiert? Alle im Rahmen? Ja, daneben Obertuch zum Beispiel. Da kommt auch ein drauf. Haben wir alles deutsch, sagt sie nachher. Also das ist der Appell an die Vernunft beim Mann. Wissen Sie, ich bin ja im Vorteil gegenüber Ihnen, und zwar also den Männern. Ich arbeite hier intensiv mit 5 Frauen zusammen. Und da lernst du demütig zu sein, deine Meinung mal ins Spiel zu bringen, aber die wird dann sofort umgedreht und revidiert und dann hörst du auf einmal 5 Frauen anderer Meinung. Und dann als Unternehmer und als Chef, dann als Führungskraft dann zu sagen, muss ich jetzt unbedingt bei meinem Standpunkt beibehalten oder könnte man es halt anders probieren? Und siehe da, es geht ja manchmal anders. Also da habe ich den Vorteil, ich musste zwangsläufig mich da anpassen an die neue Zeit und an die, wollen wir mal sagen, heutzutage die Frau, die halt, wie sagt man, Herrgott, das fällt mir nicht ein, emanzipiert sind jetzt. Aber es ist ja auch gut so. Was ist das jetzt für ein Modell da, wenn ihr gerade SDS, ihr habt ja auch einen Tiefreihe, steht da. Naja, da haben wir ja 2 Akkus, ne? Da ist ja, einer drin klar, und einer ist da. Das hat ja auch einen Tiefreihe, steht wie so. Ist das ein anderes Modell wie das da? Ja, freilich. Aus dem Grund, ich würde mal gerne noch die Modelle an sich zeigen, die es heute so gibt und die sich entwickelt haben. Sie werden staunen, wie schön das alles ist. Also, wir fangen mal mit einer kleinen Rädle an. Die Idee von mir war mal vor über 10 Jahren, Mensch, Klappräder habe ich ja eigentlich immer einen Sinn gehabt. Ich habe die Phase damals in den 70er Jahren auch schon als junger Bursche miterlebt. Klapprad hat man in der Kofferraum und wollte im Grünen fahren. Herkules hat damals Klappräder gebaut, die waren meistens orange und so, vielleicht erinnern Sie sich. Und dann habe ich vor über 10 Jahren am ersten Mal in so ein altes Klapprad einen Motor eingebaut und habe gemerkt, oha, mit Motorle laufen die ja richtig, weil das Problem war ja eigentlich, man hat sich immer schwer getan mit den Dingen. Und siehe da, mittlerweile kommen auch andere auf die Idee, solche kleinen Rädle zu bauen. Das daneben sind mittlerweile Klassiker, die Vitalis. Und ich mache sehr viele Touren auch damit, auch unsere Kunden. Mehrtagestouren mit Gepäck und so, geht alles. Vor allen Dingen ist es gut, wenn man viel mit der Bahn fährt, wenn man es in den Kofferraum rein tut, zack, zack, kostet drin, weg, fertig. Habe ihre Daseinsberechtigung. So, und dann Kompakträder ist dann so seit 3-4 Jahren etwa so eine Entwicklung, wo man sagt, nee, Falder wollen wir es nicht unbedingt, brauchen wir nicht, aber wir machen sie kleiner. Dann können mehr Leute drauf sitzen, universeller von der Anpassung, von der Größe. Oftmals auch wieder mit so einem Dings da ausgestattet, da, mit so einem Lenkerlift, damit man es schneller mal in ein Auto reinstellen kann, Kofferraum oder Wohnmobilgarage. Also solche Dinge gibt es. Und da freue ich sich immer größere Beliebtheit. Interessant ist immer, die kleinen Laufräder haben ein sehr hohes Drehmoment beim Fahren, beim Berg. Also man darf die Dinger nicht unterschätzen. Aber deswegen sind sie ja nicht da. So, dann, das ist der Klassiker. Früher hat man gesagt Diamantrahmen, gell? Das kommt wahrscheinlich von den Dreiecken, weil Diamanten so kantig irgendwie angeschliffen werden. Also hier daneben haben wir ein Dreieck, daneben haben wir drin. Und das ist der klassische, stabile Fahrradrahmen. Und den gibt es nach wie vor. Manche sagen mittlerweile Trekkingrad oder so. Und wir können aus so einem Rad ganz viele Modellvarianten entfalten. Also mit verschiedenen Schaltungen, mit verschiedenen Motoren, Bremsanlagen und. Ist ein Klassiker. Verkaufen wir ganz viel. Aber du musst natürlich jetzt mit dem Fuß über den Gepäckträger aufsteigen. Und das wird mit der Zeit halt immer beschwerlicher. Ich habe jetzt schon 70, 75-Jährige gesehen, die fahren mit so einem Rad, die kommen gut rüber. Andererseits wieder Leute, die es vielleicht an die Hüfte haben oder mit Knieproblemen oder irgendetwas, die kommen auch eine Zeit lang, aber irgendwann fallen sie mal um mit dem Ganzen. Ne? Wenn der Lade umfällt, bums, dann liegen sie da, das Rad auf nicht drauf. Und dann in dem Moment, wenn sie so unten liegen und jeder guckt es sich an, das Bild, dann denke ich, Herr, schafft noch einmal, das war jetzt unnötig. Vielleicht hätte ich doch ein Rad mit einem Tiefe durch, die ich nehmen sollen. Also, aber eine bestimmte Altersschwelle
macht es durchaus Sinn, sich vielleicht von dieser Konstruktion zu verabschieden. Dann gibt es die Möglichkeit mit dem Trapezrahmen, wo man angesprochen habe. Das ist dann so die optische Zwischenlösung. Hat den Vorteil, dass beim Anhalten, wenn man über der Stange steht, im Schritt sich nicht wehtut. Aber so zum Auf- und Absteigen mit dem Trapezrahmen hast du auch noch keinen großen Vorteil. So, und dann kommt der Tiefdurchsteiger. Ja, und daneben ist es halt einfach, ne? Da steige ich halt drauf. Man muss sich erst mal dran gewöhnen übrigens. Anfangs steigt man immer noch gern mit dem Fuß so drüber. Aber ist dann vor einem Täschle da oder eine Packtasche oder ein Korb. Also, so geht es wunderbar. Und das daneben ist was ganz Interessantes, ein vollgefedertes Rad. Also das wird schon richtig so als Motorrädler, als leichtes schon konstruiert. Auch das gibt es in verschiedene Rahmenvarianten. Und hier haben wir eine, wo noch ein irgendwie tieferer Durchstich hat. Also es ist jedenfalls ein tolles Rad, wo unglaublich gute Fahreigenschaften besitzt. Durch die Vollfederung habe ich einen besseren Straßenkontakt. Ich kann in die Kurve schneller neigen und sicherer und. Und sogar mit zwei Akkus kann ich es ausstatten. Ja, ist aber halt auch ein bisschen schwerer und die Vollfederung. Wie heißt das denn? Hommage von Riese und Müller. Also die Fahreigenschaften, das ist eher mehr so ein Schweben. Man gleitet so über die Straße hinweg. Ist toll, das Rad ist einmalig gut. Und mittlerweile sogar mit Zahnriementechnologie übrigens. Was ja bei einem vollgefederten Fahrrad gar nicht so einfach ist. Weil beim Einfedern sich die Länge von der Achse vor zu der Achse da am Motor verändert. Und dass die das hingekriegt haben, das ist schon Ingenieurskunst. Deutsche Ingenieurskunst.